Wann ist es Ihnen eigentlich das letzte Mal gekommen? Wie meinen? Na, wann es Ihnen zum letzten Mal gekommen ist. Sie möchten wissen, wann ich zum letzten Mal einen Orgasmus hatte, gehe ich da recht? Ja, also als alter Kollege muss man doch im Bilde sein. Also los, wie war's? Ja, meinen Sie jetzt anal, vaginal oder oral? Also Sie sind mir aber ein ausgebufftes Luder. Also die Bezeichnung Luder sagt mir nicht so zu. Vielleicht könnten Sie mich wie in anderen Büros üblich wahlweise als hysterische Ziege oder aber als geile Nutte bezeichnen. Ich war zum Beispiel neulich in der Buchhaltung. Da ist dieser Sprachgebrauch gang und gäbe. Und was der Buchhaltung recht ist, sollte uns doch nur billig sein. Ja, aber hallo, Moment, also ich... Wir haben natürlich nicht nur über die herrschende Terminologie gesprochen, sondern auch über Ihren Schwanz. Was? Ja, Fräulein Severin vermutete, dass Sie einen ziemlichen Hammer hätten, während Frau Helms eher die Auffassung vertrat, dass bei Ihnen tote Hose herrsche, beziehungsweise, dass Sie seit mindestens einem Jahr keinen mehr hochkriegen. Das ist eine Schweinerei. Ich habe Sie natürlich verteidigt. Was haben Sie? Ich meinte, dass Sie nach Lektüre einer entsprechenden Wix-Vorlage selbstverständlich einen hochkriegen. Also das verbitte ich mir. Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Entspannen Sie sich. Sie gehören einfach mal wieder so richtig durchgeschickt. Was? Ja. Sie können das ruhig annehmen. Wir haben extra im ganzen Haus für Sie gesammelt. Und alle haben gerne gegeben. Echt?